Liebes Internet, vielen Dank, dass ihr euch meine TSP-Miniserie angeschaut habt und ganz lieben Dank für das überragende Feedback, sowohl bei der Premiere im Kino hier in Berlin als auch auf YouTube. Jetzt mag man meinen, die Geschichte ist ja prinzipiell auserzählt, aber es gibt da noch ein paar Geschichten, die es nicht in den Final Cut geschafft haben, aber die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wir gehen also nochmal rein. Wir gehen rein. Wenn man 2 Wochen durch eine abgelegene Wüste reist, passieren natürlich eine Menge Quatsch und gute Laune. Aber auch ein paar Fehler. Nüffe, Wölfe, Nüffe. Die erste Geschichte ist tatsächlich schon vor Abflug passiert. Im Film gab es dazu schon eine kleine Andeutung. Die Wildcard des Teams wäre beinahe schon am Flughafen an ihrer Erdnussallergie gescheitert. Was war passiert? Vor Abflug hatte ich ein paar Snacks vorbereitet. Es ist ja schließlich eine lange Reise nach Chile, hatte nichts Böses im Sinn, Zimtschnecken gebacken. Eigentlich ja ganz nett für die Stimmung in so einer Allmann-Reisegruppe, oder? Ein Teil des Zimtschneckenteigs hatte ich neben der Zimtmischer und top mit Erdnussbutter bestrichen, weil Erdnussbutter macht ja eigentlich immer alles noch geiler. So saßen wir hinter der Sicherheitskontrolle, 7:45 auf dem Freitagabend, frisches Zapfbier in der Hand, nichts Böses im Sinn. Wer hat Bock auf einen Snack? Gerne. Zimtschnecken? Ja, warum nicht, ne? Welcher Hobbybäcker führt schon eine Allergenliste mit sich? Ich bin ja kein Restaurant. Butz, Junge. Moment, ist da Erdnuss drin? Teilweise, warum? Bist du etwa allergisch? Ja, ich bin hochallergisch auf Erdnüsse. Ist da wirklich Erdnuss drin? Weil dann muss ich jetzt ins Krankenhaus. Was dann folgte, war ein völliger Stimmungswechsel. Von jetzt auf gleich komplett Tostorno. Direkt zum Infoschalter im Sicherheitsbereich des Terminals. Medizinischen Notfall ausgelöst, während die anderen auf das Handgepäck aufgepasst haben. Immer natürlich einen Blick aufs Boarding auch hatten. Nele hatte das schon alles mal durchgemacht. Die wusste also genau, was da kommen wird und war sich völlig im Klaren, dass sie die Nacht im Krankenhaus verbringen würde. Passenderweise hatte sie auch noch ihr Allergieset im Aufgabegepäck und nicht im Handgepäck. Ich werde nicht lügen, das hat sich angefühlt wie der berühmte Point of No Return. Ich meine, du gehst zu einem Infoschalter, wo eine nette Person sitzt und dann sagst du, können Sie sofort einen Krankenwagen rufen? Sind Sie sich sicher? Nicken, Abfahrt. Wie haben wir das dann gelöst? Glück Nummer 1, ich hatte im Handgepäck in meinem Rucksack Antihistaminikum dabei, was bei einer allergischen Reaktion als Sofortmaßnahme ja nicht ganz verkehrt ist. Es kam tatsächlich ein Rettungswagen übers Rollfeld zu unserem Gate. Du bist ja schon im internationalen Sicherheitsbereich, hinter der Security. Du kannst ja schlecht, keine Ahnung, Trage und Equipment durch den Security-Scanner jagen. Nele war zum Glück tiefenentspannt und die Rettungssanitäter waren auch tiefenentspannt. Die haben sich das angeguckt, beobachtet, Werte gecheckt, Symptome gecheckt, Fragen gestellt. Und durch den weiteren zufälligen Umstand, dass unser Zubringerflug auch noch Verspätung hatte nach Paris, hatten wir auf einmal die ganz kleine Chance, dass Nele doch noch mitkommen darf. Wenn jetzt alles abklingt, Fingerspost. Messerschneide, sage ich euch, Freunde. Auf der einen Seite startet die Boardingschlange, auf der anderen Seite die Notfallsanitäter mit Nele, die darauf warten, ob Nele jetzt irgendwie noch einen allergischen Schock hat. Für den Fall, dass Nele hätte da bleiben müssen, hatte Göbi halt schon ihren Gepäcksticker auf dem Handrücken geklebt, um den im Zweifelsfall aus dem Flieger holen zu lassen. Mit einem Bier in der Hand, wohlgemerkt. Also letzten Endes ist Nele maximal lucky gewesen, dass sie sofort die Reste von der Zimtschnecke ausgespuckt hat, das Antihistaminikum geballert hat und der Flug verspätet hatte, ja, auch einfach mal Glück haben. An dieser Stelle auch ein großes liebes Shoutout an den Rettungsdienst Landkreis Dahme-Spree für die ruhige Art, das Ganze zu deeskalieren. Das war ganz klar nicht das erste Rodeo für die Jungs. Zitat: Wenn es im Flug aber heftiger wird mit dem Symptom, sagen Sie dem Kabinenpersonal Bescheid, dann dreht der Flieger um. Zum Glück hat das geklappt. Hilux müde, Hilux schlafen. Stellt euch die folgende Situation vor. Ihr seid völlig übermüdet, kriegt im Sitzen endlich mal sowas wie 20 Minuten Schlaf. Ihr wacht auf und die Karre steht. Ihr steht. Ihr guckt euch um und blickt in müde, fragende Gesichter. Warum stehen wir? Ja, der Wagen springt nicht an. Wir dachten, wir warten einfach mal 5 Minuten. Vielleicht springt er dann wieder an. Also, Zündung gecheckt, Batterie war einfach platt. Da ging gar nichts mehr. Zum Glück war unser Macher in Rufweite Göbi himself. Ich meine, der Mann hat einen LKW-Schein, einen Staplerschein, einen Kettensägenschein. Der Mann für die wirklich schweren Geräte. Hier habe ich eine Sequenz, wie er nochmal erklärt, wie es dazu kam und auch, wie wir aus der Nummer wieder rausgekommen sind. Hilux. Hilux. Unsere Content Creator haben ja einen sehr hohen Stromverbrauch. Unangenehm. Natürlich muss man den Motor ab und zu mal laufen lassen, damit auch die Batterie nicht abstirbt. Sie war dann tatsächlich abgestorben und wir hatten irgendwie so ein bisschen Druck. Was haben wir uns dann am Berg einfallen lassen? Wir haben den Hilux auf der langen Geraden umgedreht, angeschoben und im dritten Gang wieder angeworfen. Ein Versuch hat er. Ja, hat er geschafft! Wir haben es geschafft. Ab jetzt läuft die Karre.
Gott sei Dank. Und es hat dann alles auch ohne Ladekabel von anderen Fahrzeugen funktioniert. Das war nochmal eine kritische Situation, haben wir aber ziemlich cool gemeistert, glaube ich. Yeah. Also auch da einfach mal Glück gehabt, dass der Karren letztlich durch Schwung wieder angesprungen ist, ist natürlich auch zum gewissen Grad ein bisschen lucky. Mann, was willst du sonst machen? ADAC rufen, mitten in der Wüste? Kannst du lange warten. Die Drohne, woran es wirklich gelegen hat. Gut informierte Zuschauer wissen über zwei Tatsachen bereits Bescheid. Erstens, dass ich meine Drohne in der Atacama-Wüste verloren habe. Und zweitens, dass man sich immer fragt, woran es gelegen hat. Im Abspann vom letzten Video habe ich ja schon kurz angerissen, dass wir die Drohne letztlich wiedergefunden haben. Nach Veröffentlichung wurde ich aber recht häufig auf einer, sagen wir mal, technischen Ebene darauf angesprochen. Deswegen hier nochmal ein kleiner, woran es gelegen hat. Und vor allem, wie ihr aus meinen dummen Fehlern lernen solltet und eure Drohne nicht zu verlieren. Meistens liegt das Problem ja tatsächlich beim Affen, der das Gerät bedient und nicht so sehr bei der Technik. Auch hier war das zum gewissen Grad der Fall. Schlafentzug, dadurch reduzierte Aufmerksamkeit und letztlich, ganz ehrlich, auch ein Funken Arroganz haben vielleicht zum Verlust der Drohne geführt. Aus purem Leichtsinn und Überheblichkeit habe ich dann damit geprahlt, dass ich noch nie in meinem Leben eine Drohne verloren habe. Sowas kann mir als erfahrenem Drohnenpilot natürlich überhaupt nicht passieren. Und ich sag, wie es ist. 10 Minuten später, absolutes Karma, war die Drohne weg. Was war passiert? Warte mal. Also eine Drohne hat erstmal selber einen Akku. Die halten relativ lange, 20 Minuten Flugzeit ist damit in der Regel drin. DJI-Piloten wissen, ab 30% fangen die Dinger an zu piepen wie eine McDonald's-Fritteuse. Für mich ist das immer nur eine Einladung, dass man einfach noch eine letzte Runde drehen kann. Naja, dann hast du natürlich als nächstes auch noch eine Fernbedienung. Die Fernbedienung sieht so aus, hält ewig in der Regel. Auch das war nicht das Problem. Das Problem an der Geschichte war der Bildschirm. Mein Handy, das man hier oben reinsteckt. Das ist leer gegangen. Doom. Hier drin ist ja ein Kabel und ich dachte, das wird geladen. Dem ist aber nicht so. Drohnenpiloten aufgepasst, nur weil er es kurz mal bzzzt macht und dann Batteriesymbol steht, heißt das nicht, dass deine Fernbedienung dein Handy lädt. Ich habe es den harten Weg rausgefunden. Naja. Mein Handy ist also leer gegangen. In dem Moment bleibt dann die Drohne einfach in der Luft stehen, weil was soll sie sonst machen? Wartet auf Input. Zu dem Zeitpunkt saß ich hier im Auto, ohne Sichtkontakt zur Drohne, kurz angehalten, rausgerannt, gesucht am Himmel, aber keine Chance. In der Höhe von 100 Metern ist die Drohne Stecknadelkopf groß. Du hörst sie nicht, du siehst sie nicht. Ciao. I have two words for you. Predator Drones. Powerbank rausgeholt, sofort ans Handy geschlossen, geladen, während die Drohne da irgendwo im Himmel gestanden hat. In dem Moment dauert das einfach gottlos lange, bis das Handy wieder bootet. Rückblickend hatte ich zu dem Zeitpunkt, als mein Handy ausgefallen ist, noch so 4 Minuten Flugzeit in der Drohne. Das wird ganz schön knapp. Wenn die Drohne kritische Batterie hat, gibt es 2 Szenarien. Entweder die fliegt automatisch an den Abflugpunkt zurück oder sie geht vor Ort und Stelle sofort sicher runter, landet, geht aus, Ende aus, Mickey Maus, fertig. Ich wusste nicht, welches Szenario bei mir der Fall war. Also sind wir an den Abflugort zurückgefahren, da war sie nicht. Der Hersteller hat da natürlich mitgedacht und eine Funktion namens Find My Drone implementiert, die anzeigt, wo die Drohne zuletzt GPS-Signal hatte. Da sind Eugen und ich dann auch tatsächlich hin. Da war die Drohne aber auch nicht. Deswegen haben wir irgendwann nach einer halben Stunde abgebrochen und sind den anderen Läufern hinterher, denn das Rennen war ja noch im vollen Gange zu dem Zeitpunkt. Mal in Ruhe, tags darauf, mit einer Mütze Schlaf nach dem Rennen im Internet recherchiert und siehe da, es gibt nicht nur diesen Find My Drone-Bereich, sondern jeder Flug wird in der DJI-App auch minutiös getrackt. So eine Art Flugdatenschreiber. Mit Karte und allen Metriken in Echtzeit. Inklusive einblendbar sind die Joystick-Positionen. Das hilft natürlich auch enorm, um zu wissen, in welchen Suchvektor man sich begeben muss. Aus dieser Blackbox hat sich eine neue Position als in diesem Find My Drone ergeben. Da sind wir dann hin, haben da gesucht. Nach 3 Minuten haben wir die Drohne geborgen. Also eine ziemlich krasse Funktion, die ich euch nur empfehlen kann. Was für Learnings ziehen wir daraus? Erstens, Hochmut kommt natürlich vor dem Fall. Zweitens, Sichtkontakt beim Drohnenflug ist das A und O. Und drittens, neben Find My Drone gibt es auch einen super detaillierten Flugdatenschreiber, der all deine Aktivitäten trackt und sicherlich auch auf einem chinesischen Server lagert. Who knows? Sass! Achso, und es gibt die Fernbedienung auch mit eingebautem Bildschirm. Dafür war ich aber zu knauserig. Weil ein Handy hat man ja eh immer dabei, oder? Einfach nur dumm, ey, ganz ehrlich. Aus Fehlern lernt man ja bekanntermaßen, ne? Und so hoffe ich, dass auch du bei deinem nächsten Abenteuer aus meinen Fehlern lernst, Allergien kommuniziert werden, Stromversorgung im Auto beobachtet wird, man nicht zu hochmütig beim Technikeinsatz wird und dann sollte eigentlich alles passen. Lass mal gerne ein Abo da, mach die Glocke an, denn hier kommen in den nächsten Wochen noch ein paar spannende Videos. Kommentier gerne die Zahl 21 und schalte auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Was heißt es denn eigentlich? Tschüss!